Juhu, da bin ich wieder. Teil 3. Wir haben aufgehört in Teil 2 mit A-Dur, E-Dur und D-Dur. Das waren die drei, die wir gehabt haben. Weil wir, ich fasse es nochmal zusammen, weil wir versuchen, die Akkorde reinzubekommen und die so reinzubekommen, dass die Finger die recht schnell lernen, dass sie gut klingen vor allen Dingen, dass sie nicht kratzen, die Akkorde, und dass die Finger die sich merken können und ich nicht ständig mit den Augen kontrollieren muss, ob die richtig sind. Ja? Die lernen relativ einfach, wenn sie nicht jeden Akkord neu lernen, sondern den Weg von A nach B, beziehungsweise von A nach E und von E nach D und von D nach A. Ich mache es euch vor, wie es geht. A haben wir gerade gehabt, ihr wisst ja. Dann E haben wir gerade gehabt, war A, den hier runter und die zwei hoch. Und jetzt kommt einer, da gibt es wenig Ähnlichkeit. Mittelfinger ganz runter, den drauf, Zeigefinger drauf, bin ich bei D. Wenn ich merke, dass bei manchen Schülern merke ich, dass sie Probleme haben mit dem D, dann nehme ich den D. Dann nehme ich den D extra und sage, wir machen ein Lied bloß mit dem D. Und dann spielen wir halt ein Lied bloß mit einem Akkord. So lernt man den D so ein bisschen auswendig und dann fällt er leichter, wenn man in dem Lied dann auch spielen muss. Zum Beispiel ein Lied mit einem Akkord, Bruder Jakob. Mal für eine Weile geübt und dann fällt er vielleicht leichter, den im Lied zu spielen. Gut. Also, wir gehen davon aus, ihr habt das jetzt schon geübt und ihr wisst Bescheid. Dann machen wir den A, den E und den D und den A. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Das wären die, wäre das Lied mit dem, das wäre Chasing Cars von Snow Patrol. Da hat man den A, E und den D drin. Da könnt ihr das üben. Mit diesen Akkorden könnt ihr so ziemlich alle Lieder begleiten. Ich weiß nicht, ob noch was fehlt. Und jetzt möchte ich noch darauf eingehen, wie ich das gemacht habe. Das ist so ein bisschen einfach eine Zusammenfassung. Fehler vermeiden. Ganz großer Fehler ist, die Akkorde durcheinander zu üben. Nein, übt die Akkorde so, wie sie in den Liedern auch vorkommen. Okay? Ganz wichtig. Dann, weiterer Tipp von mir war, sich, das gehört eigentlich da dazu, sich so eine Liedersammlung zu besorgen oder im Internet auch zu schauen unter Ultimate Guitar zum Beispiel. Es gibt bestimmt noch andere, also, aber ultimate-guitar.com ist eine sehr gute Seite, wo man sehr, sehr viele Lieder findet auch. Und beim Akkordespielen, was ihr vermeiden solltet, weil es nicht gut klingt, in der Mitte zu greifen oder hinten zu greifen, sondern so weit vorne wie möglich. Das heißt also, mit dem Finger nicht hier, wenn ihr den ersten Bund greift, sondern weiter vorne. Ja? Und das bei allen Akkorden, so gut es geht. Okay? Ich weiß, die Finger gehen noch nicht so weit auseinander, da gibt es auch Fingerübungen dafür, wie die ihr da machen könnt. Was ich jetzt noch nicht angegangen bin, sind spezielle Akkorde. Was uns noch ganz fehlt, ist zum Beispiel dieser G. Den brauche ich als auch. Also ich habe euch den G jetzt so gezeigt. Den spiele ich tatsächlich häufig. Aber oft gibt es auch die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, den G so zu greifen. Ja? Mit ersten Finger, zweiten Finger, dritten Finger. Auch hier genau das gleiche wie bei allen anderen Liedern auch. Sucht euch Ähnlichkeiten, wenn ihr wechselt zu anderen Akkorden. Also das heißt, wenn ich jetzt so ein G habe und ich muss dann zum Beispiel zu A-Moll, dann gehe ich diesen, ich mache es ganz langsam, gehe ich mit dem Zeigefinger als erstes nach unten, so,
hier auf die Haarseite, ich mach's nochmal, hier auf die Haarseite, den hier drauf und den da drauf. Ich zeig's euch, langsam und das sehen wir, okay? Also, nicht die einzelnen Akkorde üben, sondern immer den Weg von dem einen zum anderen, von G nach A-Moll, von A-Moll zu D, von D zu C. Und ich sehe das immer, wenn ihr Gitarristen seht, die gut spielen können, ihr seht die Finger, die gehen wie von alleine. Und das kommt nicht einfach daher, dass sie besonderes Talent haben, sondern die haben das geübt und das läuft dann irgendwann. Ja. Aber wenn ihr das so übt, mit diesen einfachen Tricks, dann werdet ihr sehen, dass eure Akkorde genauso einfach klingen. Die klingen vielleicht nicht ganz so gut wie bei Eric Clapton oder bei John Mayer oder so, aber das liegt dann daran, dass ihr eben keine 10 Stunden übt am Tag wie John Mayer wahrscheinlich, sondern bloß 8. Aber dann hilft euch die Zeit. Ja? Ihr seid ja noch jung, kann ja noch werden. Puh, was habe ich jetzt noch vergessen? Spezialakkorde könnte man auch noch ansprechen. Sowas hier wie die Wonderwall-Akkorde, wo ich unten immer 2 Finger habe oder so. Wichtiger Tipp, vielleicht zum Abschluss. Es gibt für jeden Akkord, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, nicht in der Folge, sondern in Folge 1 wahrscheinlich, es gibt für jeden Akkord immer mehrere Möglichkeiten, den zu spielen. Ja? Und wenn euch jemand sagt, das ist aber der falsche Akkord, den er da spielt, oder den greift man nicht, geht greift man nicht, dann es gibt mehrere Möglichkeiten. Immer. Okay? Gut. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr seid schlauer. Die Gitarre hat Feierabend, die lege ich mal weg. Ich hoffe, ihr seid schlauer geworden. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht und ihr werdet richtig tolle Gitarristen. Dann nehmt's auf und sendet mir euren Link und ich höre mir es an und sage dann, ich habe geholfen. Geil. Okay. Ciao.